In dem heutigen Dragon Ball Xenoverse 2 Video geht es um das Haus des Oberältesten von Namek und was ihr dort machen müsst, um 100% zu erreichen. Moin moin Leute, mein Name ist ReeFazer und im heutigen Dragon Ball Xenoverse 2 Video möchte ich euch erklären, wie ihr 100% im Haus des Oberältesten von Namek oder auch Gurus Haus genannt erreichen könnt und was insgesamt gemacht werden muss und was es alles von diesem Haus gibt. Das ist alles ein bisschen komplizierter. Das Haus des Oberältesten von Namek ist für mich der nervigste Bereich von allen Zeitspalten in Dragon Ball Xenoverse 2. Es gibt die Hauptmission von Nel, aber auch Nebenmissionen von einem NPC mit dem Namen Mikuji. Um 100% zu erreichen, benötigt ihr nur die Quests von Nel. Die Mikuji-Quests sind alle gleich aufgebaut. Er benötigt eine bestimmte Art der Energiekapsel M, ihr bringt ihm diese und erhaltet dafür Essen. Das Essen wiederum könnt ihr dann für Buu's Haus nutzen. Wie ihr Buu's Haus abschließen könnt, habe ich schon hochgeladen, könnt ihr gerne in der Playlist finden. Bei Nel gibt es die Hauptmissionen von Gurus Haus. Insgesamt gibt es eigentlich nur 6 Missionen bei Nel, aber nicht für Namekianer. Die haben ein paar Missionen mehr, die kenne ich aber leider nicht, denn ich selber habe bis jetzt noch keine Namekianer hochgeladen. Ihr müsst diese aber unterschiedlich oft machen, da das System des Hauses des Oberältesten von Namek etwas komplizierter ist. Aber zuerst eine Übersicht der möglichen Missionen. In Namek Verteidigung 1 müsst ihr 3 Dragon Balls zurückholen. Als Gegner erwarten euch ein Freezer-Soldat, Dodoria, Zabon und Freezer in der ersten Form selbst. Bei allen Missionen müsst ihr nicht unbedingt die Gegner besiegen, es reicht, wenn ihr die Dragon Balls einsammelt und zu der Zeitmaschine bringt, aber es ist einfacher, wenn ihr die Gegner vorab besiegt. In der Namek Verteidigung 2 müsst ihr 4 Dragon Balls zurückholen. Als Gegner erwarten euch 2 Freezer-Soldaten und Dodoria. In Namek Verteidigung 3 müsst ihr 5 Dragon Balls zurückholen. Als Gegner erwarten euch 2 Freezer-Soldaten und Zabon. In Namek Verteidigung 4 müsst ihr 6 Dragon Balls zurückholen. Als Gegner erwarten euch Bertha, Rikum, Jeez und Ginyu vom Ginyu-Sonderkommando. In Namek Verteidigung 5 müsst ihr wieder 6 Dragon Balls zurückholen. Als Gegner erwarten euch Cyberman und Raditz. Und die letzte Mission ist Namek Verteidigung 6, wo ihr 7 Dragon Balls zurückholen müsst. Dort erwarten euch als Gegner Vegeta und Nappa. Die Missionen werden von Mission zu Mission schwieriger. Jede Mission bekommt einen Stern dazu, bis auf Verteidigung 4 und 5. Grundsätzlich werden sich die Missionen, nachdem ihr Namek Verteidigung 6 gemacht habt, einfach wiederholen und wieder bei Namek Verteidigung 1 starten. Euer Ziel muss sein, die Missionen, sobald sie verfügbar sind, also wenn die Meldung in den Bildschirm kommt, egal wo ihr gerade seid, diese auch wirklich zu machen und auch immer erfolgreich abzuschließen. Denn wenn ihr die Missionen oft genug gemacht habt, bekommt ihr Vertrauen bei Nel und er wird euch wiederum zum Oberältesten durchlassen und ins Haus zu Guru führen. Das müsst ihr mindestens 2-mal wiederholen. Beim ersten Mal bekommt ihr einen Attribut-Boost, das heißt, das Potenzial wird freigeschaltet, welches ihr habt, und dann könnt ihr anstatt nur 100, 125 Attributpunkte für euren Charakter sammeln. Beim zweiten Mal wird euch der Oberälteste dann das Ei aus dem Zeitriss geben, das heißt, das, was ihr benötigt für die extra Story-Quest, und zusätzlich bekommt ihr mehr Wünsche zur Auswahl, sobald ihr das nächste Mal die Dragon Balls sammelt. Unter anderem sind diese Wünsche für neue Outfits, Essence-Items oder auch neue Fähigkeiten. Wenn ihr dann 2-mal beim Oberältesten von Namek gewesen seid, habt ihr 100% auch von dem Zeitriss erhalten. Es gibt aber noch ein paar kleine Besonderheiten, denn Missionen können auch fehlschlagen, falls ihr zum Beispiel K.O. geht oder die Zeit abläuft. Wenn das passiert, so müsst ihr dann wiederum eine Bergungsmission mit Nel machen, wo ihr die Dragon Balls direkt in Freezers Raumschiff bergen müsst. Grundsätzlich ist es ein wenig random bei diesen Missionen, wann ihr wirklich zu Guru ins Haus dürft. Wenn ihr die Missionen immer erfolgreich abschließt und zeitnah macht, wenn sie erscheinen, dann sollte es relativ schnell nach 7 bis 10 Missionen gehen. Wenn ihr euch aber zu lange Zeit lasst, dann wird das Haus des Oberältesten immer gefährlicher, wie es euch auch in einer Meldung direkt auf dem Bildschirm gezeigt wird, und das Vertrauen euch gegenüber geht langsam verloren. Leider ist es auch so, dass das Haus des Oberältesten weiterhin angegriffen wird, auch nachdem ihr 100% schon geschafft habt. Es bringt euch nichts zusätzlich, wenn ihr die Quests mit Nel macht, bis auf Zenny und Erfahrung, falls ihr noch nicht Level 80 seid. Ich hoffe, euch mit diesem Video ein wenig über das Haus des Oberältesten von Namek aufklären zu können. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich versuche nach bestem Wissen und Gewissen diese zu beantworten. Und natürlich freue ich mich, wenn ihr auf Animes und Anime-Games steht, könnt ihr euch gerne eins der letzten Videos, eine Playlist anschauen oder auch nicht vergessen, mich zu abonnieren.